Inatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Du hast jetzt Arataks Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Okay, das machen wir noch. Haben wir die Mission angenommen gleich? Wurscht, gehen wir mal raufrennen. Zu den Typen rennen. Seltsame Bilder, abstruse Geschichten. Warum kann Sekuli nicht normale Dinge malen? Dreiecke zum Beispiel. Ich male auch Weiß gern ich, Dreiecke. Ich Blauglanz bekomme? Blauglanz. Ich will dieses Outfit. Yeah. Baufrei im Winter. Klingt nicht so cool. Das Assassinen-Outfit doch. Outfit, sehr. Bamsen. Und wieder viel zu wenig Blauglanz für irgendwas. Oh, das passt schon. Yeah.
Können wir gleich mal schauen, was wir da reinhauen. Herstellen. Dieses Outfit. Ah, Fernangriffsschutz brauchen wir wahrscheinlich nicht. Nahkampfschutz. Feuerschutz, den nehmen wir. So viel Gute habe ich gerade gar nicht. Tarnung, Eisschutz, warum nicht? Und ein blaues Nahkampf, Eisschutz wieder. Passt. Ein Kaja wurde im Schnitt ermordet. Das Letzte, was er gebraucht. Wir können uns unterhalten oder jagen gehen. Burgrend, hat sich deine Investition gelohnt? War ganz gut, danke der Nachfrage. Ey, weißt du, dass die drei verrückten Banuk sich jetzt die Splitterherzen nennen? Tja, und mit diesen Teilen kann ich jetzt selbst Schulden begleichen. Die sind also nach Süden? Ja, das sind sie. Ich habe einen Freund im Sonnenreich, der Otur heißt. Ist mir was schuldig. Otur ist ein Maschinenplünderer. Ein ziemlich kompetenter. Also werden sie vom Besten lernen. Oder zumindest vom ziemlich Kompetenten. Naja, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Ach, apropos, hier, ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Selbst wenn ich Lust hätte, nach Süden zu gehen, würde ich nicht weiterkommen als bis zum Grabhort. Dieser Ort. Oh, Glanz. Ja, hilft mir wahrscheinlich nichts mehr. Okay, wo war die Mission? Die zweite Quest. Verdorbene Zone. Okay. Schauen wir mal, ob wir es auf der Karte finden. Diese Mission ist es nicht. Oh je, wo ist die Mission? Da ist sie. Oh, nehmen wir den langen Weg rüber. Der wahrscheinlich schneller ist als der Ladebildschirm trotzdem. Wo ist mein Rett? Rettier. Überleben und ich darf nicht reiten hier. John Boy. Wo ist er? Da ist er. Jetzt immer wegrennen in jedem Spiel. Assassin's Creed haben es genau das gleiche. Wenn du auf das Tier zurennst, dann rennt es weg. So. Es ist wenn dann mal kein Schneesturm und es ist sonnig. Oh, cooles Gebäude. Wird ignoriert. Und dann gehen wir in das Lager hier. Sie hat der Wahl mühelos geschlagen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Nora so wild werden könnte. Wieder zurück, Jägerin? Ich soll den Mord an einem Kaja-Jäger untersuchen. Was ist passiert? Es ist sonnenklar. Ein betrunkener Banuk-Schläger hat Ruvas von hinten niedergeschlagen und ihm dann seinen Kopfschmuck gestohlen. Der Beschuldigte weiß das von sich. Die Banuk geben ohnehin nie etwas Sinnvolles von sich, ob sie nun mit dir reden oder nicht. Sie sammeln sich jedes Mal, wenn ein Jäger stirbt, wie Mäntel bei kaltem Wind, wollen keinen ordentlichen Prozess für Ruvas Mörder. Ein Prozess? Sein Mund wird mit Salz gefüllt und er wird von der Sonne einige Tage lang geprüft. Wenn sie gnädig ist, nimmt sie nur die Sicht oder den Verstand. Oh. Cool. Also sind andere Kaja-Jäger hier gestorben? 3 oder vielleicht 4 in den letzten Jahreszeiten. Kein Wunder. Dieser Ort bestraft sogar die Vorsichtigen. Und viele junge Adlige sind nicht vorbereitet. Aber der Schnee verdeckt in der Regel alles und die Körper werden nie gefunden. Und die Banuk helfen nicht. Haben Sie damit zu tun? Nein. Wenn es nicht um Ihren eigenen Stamm geht, wollen Sie nichts davon wissen. Selbst die Sonne schmilzt in diesen Gebieten nicht alles. Das Gebiet wird überhaupt nicht geschmolzen, irgendwas. Hört sich an, als ob du dem Banuk nicht traust. Sie haben Gründe, warum Sie sich von uns fernhalten. 10 Jahre voller Gründe. Immer wieder der Krieg. Der Krieg ist vorbei. Wir haben entschädigt. Aber nein, das Land vergisst nie. Schnee und Eis erinnern sich, sagen sie. Narben brauchen Zeit zum Heilen. Du glaubst, das weiß ich nicht. Ich spüre noch die Hiebe, weil ich einen Priester des verrückten Königs abwies. Ich war so alt wie du. Ah, dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten. Wo hast du Ruvas Leichnam gefunden? Es gibt keine Jagdkleine. Nichts zum Einsammeln. Lass es mich tun. Ich lese gut Spuren. Hinter dem Anstieg, westlich, ist eine Lichtung.
Graser hätten die Spur nicht besser legen können. Und wenn dieser Barbar auf Ruvas Kopfbedeckung verzichtet, bevor er verstoßen wird, sag Bescheid. Sie ist wertvoll. Okay. Wohin weiter? 50 Meter. Hui. Hier ist es. Wie die Jägerin sagte, ist der Schnee. Damit wurde er erschlagen. Kann ich was aufheben hier? Blutige Axt. Die Waffe hat er auch nicht versteckt. Die Frage ist, würde Inatut jemanden von hinten mit einem Ast erschlagen? Ast. Blut im Schnee. Hier ist Ruvas gefallen. Es scheint, als ob nur zwei Leute gekämpft hätten. Sieht nicht gut aus für Inatut. Das ist doch etwas. Viele Blätter und Rinde liegen hier. Als der Ast abgerissen wurde? Nein. Vom Klettern. Sie kamen durch die Bäume. Es hat mir am Baum gekämmt. Wer macht Klettergriffe auf den Baum hinauf? Ah, wirklich? Ah, komm schon. Wo willst du, dass ich hingehe? Wo geht's weiter? Hier drüben. Sehr schön. Was ist das? Was ist das für ein Kletterparcours? Schaffe ich den Sprung? Ela schafft das. Die hat auch das Körpergewicht dafür. Wenn mir jemand mit mehr Körpergewicht da springen würde, wäre der Ast schon runtergefallen. Ich. Da drüben. Was ist das für ein Kletterparcours? Wer hat sich das einfallen lassen? Das ist der rechte Baum. Ich glaube, es ist der rechte Baum. Nein! Ach, komm schon. Kann ich nicht einfach. Spur. Da. Oh. Ich hätte vielleicht gleich den Baum hinaufklettern müssen. Oh. Okay. Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Kaja-Lager und die Lichtung. Okay. Das war der Priester. Der Schamane, ich meine. Das wird dir nicht gefallen. Das wird dir auf jeden Fall nicht gefallen. Das wird mir nicht gefallen. Komm schon, Headshot. Sollte so leicht zu treffen sein. Einfach weiter rein. Rainholds. Eisraffel. Keine Heilung. Das ist seltsam. Sackgasse? Kann nicht sein. Muss ich einfach weitergehen? Oder ist er von oben gekommen? Meh. Gehen wir einfach weiter. Heilende Wildgut. Das nehme ich für unterwegs mit. Jemand hat es abgedeckt. Was wurde hier versteckt? Schöne Tür. Gefällt mir. Sehr clever. Kaja-Rüstung. Sieht schlecht aus. Sein Banuch muss dafür ins Exil. Ein Leben für das eines Kajas. Hier ist jemand!
keine Banuk. Dann vermisst sie niemand. Hier drüben. Wie viel Leben hast du? Einfach rein in den Kampf. Bing, bing, boom. Oh. Die nehmen mich wirklich auseinander. Die Sonne wird durch deine Rippen scheinen, wenn ich mit dir Da hat gerade Granaten geschossen. Du bist jetzt erst tot. Oder ich. Okay, passt. Und du als nächstes. Ah, genau in Deckung gegangen. Gute Arbeit. Das war gar nicht schwach. Ja, der haltet aus. Mein Schuss verfällt. Ha! Ja, auch wenn dann. Ja, was war's mit dir? Danke für die restliche Heilung. Okay. Ihr habt Karja getötet. Und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir. Nicht die, die kämpften. Nicht die, deren Lieder verstummten. Wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuk zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied? Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten Inatut? Das Schicksal ist gerecht. Sie haben ihn schon in sein Exil gebracht. Mal sehen, wen die Kälte zuerst holt. Rip. Ich muss Inatut hinterher. Aber ich muss noch mehr Beweise finden. Was? Wirklich? Whee. Was haben wir hier? Heilung. Heilung. Und Heilung. Das finden wir. Das ist schon mal wichtiger. Hier ist es. Oh, das ist nur das Feuer. Nee. Eine Spur. Sie wollen mich wahrscheinlich einfach nur in die Höhle führen. Sehe mich sicher. Ja. Trophäen. Ah, was ist das? Neuer als die anderen. Er gehörte einem Karja-Soldaten. Das macht es nicht besser. Haben Sie die Kleidung Ihrer Opfer behalten? Diese Karja-Kleidung ist kalt, aber nackt im Schnee nimmt Inatut, was er kriegen kann. Okay, Zeit aufzubrechen. Gibt es einen schnellen Weg hier raus, wie es ausschaut? Ein Kletterparcours. Hui! Nicht fallen. Ah, und einmal abseilen. Wie cool. Hui! Ha, wohin? Nicht den Ast hinauf, entlang. Durch den Wald. Vielleicht sollte ich mein Reittier holen. Oder mal schnell speichern. Wie weit ist es? Wie weit ist es? Oh. Ja, oh, ich glaube, ich muss reiten. Run, Boy, run. Die Wächter haben mich gefunden. Ich nehme den Weg. Hallo. Und werde einfach mal durchrasen da. Fasan. Habe ich ihn? Ach, nichts.
Nichts Interessantes gedroppt. Nichts Interessantes getroffen. Ich glaube, vor Sam brauche ich auch noch was. Run, Boy, run. Wir ignorieren das Lagerfeuer. Gehen den eisigen Pfad hinauf. Ins Ungewisse. In die eisige Kälte. Mit wahrscheinlich einem abgefrorenen, nackten Mann darin. Ich glaube, sie haben nackt gesagt. Cooler Pfad. Und das war's mit dem Reiten. Interessanter Weg, den sie entlang führen. Was ist das? Oh. Ein Sturmvogel. Jetzt muss ich. Okay, Mist. Ich hoffe, das ist kein fetter Vogelbosskampf. Die hasse ich. Sieht aus wie ein Ort, an dem man jemanden um die Ecke bringt. Den gefrorenen Wasserfall komme ich nicht hoch. Vielleicht über die Seiten? Ich bin schon beim Klettern, Ella. Mal einen Schritt voraus, was zur Abwechslung. Du kannst fallen. Ich denke immer, Kreis ist fallen lassen, dabei ist es Viereck in diesem Spiel. Ich weiß nicht, mit welchem Spiel ich es verwechsel. Was haben wir hier? Graurabicht, Graurabicht. Ah, Mist. Umgehauen! Nein, weg! Ah, Mist. Runtergehauen. Ja, ist kalt, ich weiß. Wir looten trotzdem. Wo ist er? Er hat den High Ground. Oh, da wird viel fallen. Die fallen. Ich schätze, er ist tot. Keine Ahnung, wo er hingeflogen ist. Ich habe schon wieder ein schlechtes Mod gelootet. Und drauf hier. Wow, fast runtergerutscht. Wundert mich eh, dass sie da nicht öfters abrutscht. Gleich weiter geheilt. Es wird ein Vogelbosskampf. Ich spür's schon. Wow, ich. Ja, wir werden fast runtergerutscht. Ich spür schon den Vogelbosskampf kommen. Kann dann wahrscheinlich gleich mal meine Ausrüstung. Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Nee, sicher, das hat sich sicher Schnee. Hat sich ja Schneeäugel machen lassen. Oh, bin vorbeigelaufen. Ah, er ist nackt. Er schaut nicht kalt aus hier oben. Das Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Ja, ich glaube, dafür ist schon zu spät. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Bosskampf, Bosskampf. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen! Und den ersten brennt schon mal. Oh, ich habe ihn erwischt. Kann ich da oben kritten? Ich nehme, was ich kriege. Nein, kann ich nicht. Aber den kann man kritten. Verbumsen. Das ist kein fairer Kampf.
Oh, und weitergeschlagen. Zeit, nice. Etwas zu zerlegen. Ja, Gegner. No! Uff. Und wird schon zerlegt. Hab ich eh, hab ich eh. Wir sind sicher noch nicht fertig. Oh boy. It's Gorilla Day. Gorilla Pressing. Wenn Metall zu Boden geht, dann mit Wucht. Oh Mist. Oh, und ich habe meine Munde nicht aufgefüllt. Rolling, rolling, rolling. Oh, wir machen aber gut Schaden schon. Wow. Oh. Kritik. Uff, das war eine Überraschung gleich. Wir haben schon genug zu tun. Uff, 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 uff. Oh je. Oh. Hilft mir das was? Du hältst dich für zäh. Wow, was war das für eine Attacke? Holy S. Ich glaube, ich kann wieder Tönen klitschen gerade. Probieren wir es. Nein. Uff. Höhen klitschen. Er nimmt nicht wirklich viel Feuerschaden. Jetzt brennt er. Nicht nachdenken, einfach kämpfen. Sehr schönes Motto. Machen wir den nächsten. Rennen wir den nächsten an. Das wurde gerade wieder abgekühlt. Keine Munition schon überall. Okay, es ist Zeit, dass ich Munition herstelle. Ah, Eisdorn, Sturmschleuder, bam, bam, bam. Da hilft nichts mehr. Die Sturmschleuder macht die Zeit Schaden. Haben wir den anderen schon ausgeschalten? Oh, nice. Die Sturmschleuder Shotgun. Uff. Da ist was explodiert. Ist dunkel rum. Gute Arbeit. Kritischer. Yes. Ich gebe alles. Jetzt hau noch mal drauf, Chat. Gib alles. Gib alles. Gib alles. Nice. Was Seele. Ein bisschen kalt. Wo ist der Mann? Gute Arbeit, gute Arbeit. Ah, hier. Nicht zu Tode gefroren. Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre? Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Okay, okay. Diese Episode ist vorbei. Ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Ja, machen wir eh, Leute. Machen wir eh. Zünder, die braucht man. Heilung noch irgendwo rumliegend. Sehr schön.
Die brauchen wir noch dringender. Rainholes, heilende Wildgut. Ja, Episode fertig. Nebenquest hat doch noch lange gedauert. Wir machen die nächste Hauptquest, die Hauptquest als nächstes zu Ende. Tschüss.